Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir sind jetzt in der Zeit, wo die 1,5 Monate vorbeigehen müssen, nämlich fast 2 Monate. Deswegen ist ja diese Woche nur ein Video da, aber dieses Video beginnt spannend, denn wir sehen hier was, was wir nicht sehen wollen. Die Tiger kämpfen gegeneinander, denn wir haben eine Überbelegung. Und das hier sind die beiden, ein junger und ein Alter. Und ich würde sagen, dass wir die beide wegschicken, weil die beiden verstehen sich gut. Bedeutet, ihr beiden werdet jetzt freigelassen. Dafür kriegen die schon alleine 100 Punkte, was mega ist. Und er hier wird auch freigelassen für 255 Punkte. Jetzt können wir uns auch bald richtig geile Tiere leisten. So, unser Zoo schaut sehr vermüllt aus. Hier sind Mülleimer überall, ihr Dreckschweine. Alter, was? Wie geht das? Wie kann man nur so viel Müll produzieren? Wie? Wie? Und ich vibriere schon wieder. Also, nicht in dem... Ist wurscht. Und ein Tier ist hungrig, unser Rentier hier. Dann geh raus vom Schwimmen und geht's. Wo habt ihr eigentlich. Apropos, haben wir euch überhaupt. Oh, oh. Gib mir eine kurze Sekunde. Warte mal. Also neben dem, dass wir jetzt unbedingt einen Techniker brauchen, könntet ihr das da bitte ganz, ganz schnell auffüllen? So, jetzt können wir gleich die Zeit ein bisschen vorspulen lassen. Zu viel Müll fahren, die Stromquelle ist nicht zugänglich. Oh ja, da war was. Die sollte ich vielleicht noch mit dem Weg verbinden. So. Wird sich bald paaren. Das hört sich super an. So lange. Ah, guck mal. Hier sind wir fertig. Die Krankheit wurde erforscht. Jetzt können wir doch einmal auf die Rentiere jagen, oder? Und ein vielleicht. Ich wäre sehr froh, wenn wir für die hier mal neue Spielzeuge finden. So, der Technikforscher sagt hier. Getränkeläden und Mitarbeitereinrichtungen wurden teilweise erforscht. Das bedeutet jetzt, das habe ich hier freigeschaltet. Oh, großer Mitarbeiter. Große Tierpflegerhütte. Das ist doch schon mal etwas, was sich gut anhört. So, was zur Hölle sind das alles? Klassiker, große Tierpflegerhütte. Vielleicht wäre hier hinten eine große Tierpflegerhütte da auch gar nicht doof. Neue Welt, das hört sich gut an. Platzieren wir hier eine hin. Alter, den mag auch so bauen können. Die schaut geil aus. Was zur Hölle? Okay, afrikanisch. Vielleicht sollten wir den Zoo so themed machen, ne? Aber ja. Das sind Vivarien. Die bauen die so. Naja. Der Gabelbock hat wieder Nachwuchs. Hui. Und wir brauchen eindeutig viel mehr Mitarbeiter, weil wenn ich mir das anschaue, eieiei. Die Technik, wie viele Techniker haben wir denn aktuell im Zoo? Neue Getränkeläden, das hört sich doch schon mal wieder geil an. Was haben wir denn jetzt für Getränkeläden? Wir haben Pipshot Water. Pipshot Water und Gulpy Schloop. Ich würde ihn bald, also gerne würde ich vielleicht hier irgendwo dann so ein Laden bauen. Also mittlerweile gehen sie auch hier schon hoch und schauen vielleicht von hier oben mal zu. Die Rentiere waschen sich ja sehr gerne, wie wir herausgefunden haben. Und unsere Mitarbeiter haben hier jetzt auch noch eine schöne Unterkunft. Den haben es wohl sehr demoliert. Oh. Das taugt mir gar nicht. Der Ausblick auf die Tiere hier ist nicht so gut. Afrikanische Mütter. Ja, das kommt immer drauf an.
Jetzt sind sie nicht mehr so zufrieden, aber wir müssen mal gucken, Mitarbeiter. Denn ich glaube, ich habe tausende von Zoopflegern, Tierpflegern. Techniker wären vielleicht noch eins, zwei besser. So. Und vielleicht noch zwei Tierärzte. Und weil, nein, kein Verkäufer, ist Sicherheitsbeamten. Ich glaube, ich habe fast keine Sicherheitsbeamten in diesem Zoo. Ihre Sachen wurden gestohlen. Dafür können wir jetzt leider nicht. Die Tierpfleger stellen wir auch nochmal ein. Wir brauchen einfach Massen. Huch! Wie schauen die Finanzen aus? Brillant! Wir sind immer noch sehr positiv. Ja, niedrigen Wohlbefinden. Ja, die Tiere sind hungrig. Dafür habe ich doch eigentlich schon Leute dahin geschickt. Ist das? Ah, der füllt das jetzt auf, oder? Füllst du das auf? Bitte füll das auf, bitte füll das auf. Ja! Ja, genau, Mahlzeit. Ist das alles? Ist das voll? Das sind 5 Kilo, Junge. Das Ding kann 40 Kilo handeln. Das ist eine große Hütte. Ineffizient. Wieso ist diese Hütte ineffizient? Achso, ja, weil wir hier vielleicht noch nicht so viel haben. Aber wir haben ja alles mittlerweile entweder hier rausgesteuert, aus unserer unterirdischen Base. Wird ja echt benutzt. Schaut gut aus, ne? Ja, vor allem, weil hier gerade was abgeraucht. Oh, weil zwei Sachen abgeraucht sind. Sicherheitsrisiko stellt gerade. Oh. Bei den Schildkröten? Ja, okay, vielleicht sollte ich da mal wieder jemanden hinschicken. Tierpfleger rufen. So, jetzt ist das Problem, das sind 3000 Babyschildkröten. Können die mal aufhören? Also, ich find's ja super, dass da so viele Tiere mittlerweile. Also, es sind 10 Tiere. Die sind noch nicht mal alle erwachsen. Ich kann gleich nicht mehr. Oh. Krank geworden. War zu erwarten irgendwie. Die sind aber auch nicht alle wirklich happy, kann das sein? Wahrscheinlich, weil Überbelegung ist und so Zeugs, ne? Ne, die Fläche fast vollkommen. Aber es gibt keinen stabilen Rückzugsort. Warum auch immer das hier nicht als stabiler Rückzugsort zum Beispiel gilt. Ah, das tut er wieder mit Futterbang. Okay. Da kümmern sich jetzt die Leute drum. Ach ja, mein Zoo ist so unstrukturiert. Technikforschung abgeschlossen. Schau dir die Forschungsverwaltung an. Was haben wir jetzt geforscht? 9 Mitarbeitervorrichtungen. Das sind jetzt welche? Große Mitarbeiterräume. Bedeutet, diese ganzen tonnenweise kleinen sind jetzt dann ab sofort unnötig. Wir können eine Einrichtung bauen. Warte mal. Ich will wieder so ein neues, ein modernes drin haben. Wo ist das? Wo sind die Holzhütten? Bin ich jetzt blind? Also ich hatte doch gerade von der neuen Welt hier Tierpflegerhütte. Ich habe eine Tierpflegerhütte, neue Welt, aber kein Mitarbeiterhaus. Neue Welt. Nicht. So, Mitarbeiterbereiche, so. Da ist es besser sortiert. Ja, echt nicht. Was soll das denn? Das ist uncool. Tierpflegerhütte, Mitarbeiterraum groß. Dann kriegt ihr da hinten noch ein Mitarbeiterhausraum groß. Das war jetzt nicht so ganz der Plan. Wo ist denn hier die Eingangstür? Da. Wird schon wieder angebimmelt. Ups, das weiß ich nicht. Königstiger. Ja, okay. Macht Inzucht. Habt euch gerne. Ich muss vielleicht in der Zukunft dann ein neues Weibchen einstellen. Ja, das habe ich schon kapiert. Das ist aber immer noch ein Krankheitsrisiko wie. Hä, das ist aber ein anderes. Leute, ihr seid für diese Drecksgehege zuständig. Macht mal was.
Andere Frage, wie viele Zebras gibt es hier noch? 3. Ich sehe aber nur 1. Ach, weil 2 Haie machen. Okay. Was ich aber vielleicht mal gucken sollte. Haben wir mittlerweile... Mister, oh, Elefanten! Für 600. Elefanten wären natürlich ein richtig geiles... Teil. Spießbock. Es gibt schon geile Tiere. Westafrikanischer Tiger. Wir können sogar beide eiskalt leisten. Ein Zwergflusspferd. Oh Gott, es gibt so viele schöne Sachen in diesem Spiel. Oh. Ich würde aber gerne immer noch, was ich gerne hätte, sind, kleine Steppenzebras, Netzgiraffen. Aber Steppenzebras wollte ich eh auch nachschauen. Weibchen? Männchen? Verdammt! Hier gibt's nur Inzucht, das Gefühl. Wie schaut's aus mit Elefanten? Elefanten. Flusspferd. Indischer Elefant. Wenn da schon steht, indischer Elefant, dann wird's sicherlich noch einen Elefanten geben, oder? Krankes Tier entdeckt. Alter, langsam. Springbock, Wolf, afrikanischer Löwe. Guck mal, da waren. Komm schon, irgendwas Geiles. Ja, es gibt bloß den indischen Elefanten. Bin ich jetzt doof? Erdferkel, afrikanischer Elefant, den gibt's auch noch. Aber da haben wir nur einen. Und ich glaube, einer wäre. Tierquälerei. Gruppengröße, Partner 3 bis 5 Männchen. Ein Männchen darf es sein, sonst nur Weibchen. Heieiei. Vielleicht können wir das hier ausnutzen. Wie viele Tiere haben wir eigentlich aktuell hier drin? Irgendwie ist die Liste aber auch nicht ganz verschwunden. Sind nur 3 Weibchen oder wird das Männchen erst erwachsen? Kann es sein, dass ich das kleine Tier... Nee, hä? Was ist eine Erwachsene in meiner Liste? Der ist ja gar nicht eingeführt. Oder ist der gerade nicht im Gehege? Alter... Mega Leistenkrokodil wird sich gleich paaren. Alter, was ist denn heute hier los? Ist die Frage, was machen wir? Was könnten wir noch in... Was haben die denn? Also die Zufriedenheit, die haben... die Bildung ist nicht gut. Nichts ist gut in dem Zoo. Ich sollte mich vielleicht mehr auf ein Gehege immer konzentrieren. So, jetzt ist die Frage, was... Was haben wir denn in unser neues Gehege rein? Ich will alles aus dem... Kann ich hier einfach wegmachen? Ja, okay. Wolf wären interessant. Trampeltier. Die sind cool. Trampeltiere sind witzig. Sonst noch was hier? Nochmal Krokodile. Moment, sind das die Tiere, die ich gerade... Nee, hä, was ist das jetzt? Handelsverlauf. Ah, okay. Nee, ich wollte eigentlich nur meine Tiere. Oh, ich habe auch noch Dallschafe. Warte mal. Hups. Ich brauche noch ein Gehege für die Dallschafe. Ich wollte eigentlich nur kurz ins Zoopedia von den Dingern schauen. Was jetzt schon wieder? Tier leidet unter... Wieso? Sozialverhalten. Ihr könnt euch selber drum kümmern. Ihr seid massenhaft Tiere. Macht soziale Aktivitäten, Jungs. Tier kämpft im Alpha-Status. Ach nee.
Das ist der junge Bock. Das ist der 4 Jahre alte Bock. Wir verkaufen den jungen Bock. So. Wir haben Besucher. Eine Giala Krustenechse. Und für Essen haben sie schon was ausgegeben. Teenager. Okay, ich brauche irgendwann mal wieder eine Oberfläche, was genau hier abläuft. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir haben zwar nicht viel gekriegt, aber naja. In der nächsten Folge werden wir uns um Dallschafe kümmern und um unsere Trampeltiere. Vielleicht bauen wir Trampeltiere hier hin. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.